Und wieder den ganzen Stack davon. Bis er gefühlt nichts mehr bringt. So, jetzt bringt er nichts mehr, oder? Genau. Und schaffen wir damit noch eine Gießung? Das hier sieht nicht gegossen aus. War es auch nicht. Okay. Jetzt können wir uns erstmal die Tomaten holen. Achso, da ist ja noch ein bisschen was drin. Da sind noch zwei. So, das müsste es gewesen sein. Nur 10? Naja, egal. Geld ist Geld, erst einmal. So, neues. Ich glaube, hier bin ich. Ne, hier bin ich noch nicht lang gelaufen. Und hier ist noch eine Tomate. Aber die kann man auch essen. Also die ist jetzt mehr so für andere Dinge wichtig. So, das hatten wir, das hatten wir. Das sieht noch sehr, sehr hell aus. Ah, hier war auch noch was. Okay, dann ist im Prinzip hier noch eine Reihe gewesen, die ich vergessen habe. Weil. Achso, das war das Gras. Na meinetwegen, dann kriegt das Gras jetzt auch noch Wasser. Und da war noch irgendwas. Okay. Hier ist eine Reihe. Wieso habe ich die einfach ausgelassen? So, jetzt aber relativ schnell zu Julif. Und gucken, ob der jetzt neue Baupläne hat. Er sollte welche haben. Und wenn das so ist, dann. So. Du bist hier drin. If. If you need to know, when someone's open for business, just ask. Ach so, ja klar. Oh, ich habe schon wieder vergessen, dass der heute geschlossen hat. Ja, Gedächtnis. Gedächtnis ist gut, wenn man's hat. Ich beneide manchmal Leute mit Gedächtnis. So, das war der Raspberry-Busch, der faule Busch da. Ich sehe gerade, ich habe ja noch Zeug hier zum Verkaufen. Die eine Tomate noch, aber da, vor allen Dingen das hier. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Mine. Jetzt aber auch wirklich. So. Ich glaube, man kann das Fahrrad sogar mitnehmen, aber das bringt überhaupt nichts. Nein, nein. Okay, Fahrrad hat überlebt. Irgendwie. Das war knapp. Habe ich jetzt noch genügend. Ja, es ist interessant, dass das nicht in dem anderen da gespeichert wird. Okay, das muss jetzt reichen. Wo will ich hin? Ich will zum Mining Hut. Ach genau, hier war ja noch mehr von dem blöden Wasser, was saugefährlich ist für mein Fahrrad. So, wir haben es aber geschafft. So, und jetzt geht's auch wirklich los. Auf in die Mine! Hurra! Okay, ich habe mich gerade nur gewundert. Okay. Es ist saudunkel. Normalerweise sieht man hier was. Und ich glaube, ich muss hier einfach Torches platzieren, damit ich mehr sehe. Das liegt jetzt wahrscheinlich eher am Render als am Spiel. Ist aber auch ganz gut, wenn ich das hier richtig ausleuchte, dann senke ich die Chance, dass irgendwas Böses spawnt. So, und jetzt haben wir unser erstes Zeug gemeint. Hier gibt es solche kleinen Blöcke und aus denen kann man dann verschiedene Sachen holen. Und es ist wirklich so, das, wonach die Blöcke aussehen, das ist drin. Wenn hier nur einfach Rock steht, also Fels, dann kommt da gar nichts Tolles raus. Da kommt hier gerade mal so ein Junk-Ore raus. Junk-Ore brauchen wir nicht wirklich. So. Jetzt gehen uns bald die Fackeln aus und wir sind immer noch im ersten Layer. Gut, man könnte es vielleicht ein bisschen effizienter gestalten, aber ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles. Die Ecke ist noch sehr dunkel, da muss der jetzt unbedingt was hin. Wir können auch ein bisschen Junk-Ore sammeln. Und sei es einfach nur, diesen Hammer abzugraden. Ich hatte jetzt schon 4%. Na, komme ich hier runter? Oh, ich kann das.
Nicht leiden. Oh, hier haben wir gleich unsere ersten beiden. So, springen und linke Maustaste und dann kriegt man das ein bisschen besser. Und wir haben jetzt See You Later bekommen. Eine Anspielung auf See You und... Oh Gott, was ist Kupfer gleich nochmal auf Lateinisch? Kuperium? Oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Copper ist auch davon abgeleitet. Von der chemischen Abkürzung CO, CU. So, und jetzt ist es wirklich schwierig, hier was zu erkennen. Aber ich will eigentlich jetzt noch nicht aufhören. Ich guck mal, ob ich noch wenigstens ein paar Kupfernoten bekomme. Also ein paar Kupfer. Ja, Note. Ein paar Kupferdinger halt. Ja? Ein paar kriegt man ja. So, das könnte noch eins sein. Und wenn ich zurückfinden will, dann gucke ich einfach, wo es leuchtet. Zumindest das ist einfach. Oder auch nicht. Wir machen noch ein paar von denen kaputt. So, was aber funktionieren sollte, wenn wir Glück haben. Ich kann jetzt einfach aus der Mine rausgehen und wieder reingehen. Und dann werden zufällig verteilt diese Steine an anderen Orten sein. Und vielleicht kriegt man hier auch nochmal neues Kupfer. Aber unsere Fackeln sollten da bleiben. Das wäre doch ganz nett, wenn das so funktionieren würde. Normalerweise funktioniert es so. Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, warum ich mir solche Sorgen mache. Interessant, wir spawnen hier im Wasser drin. Ist ja eigentlich nicht so. Achso, ich wollte gucken, ob das optisch hier eigentlich passt, wie die Mine hier so integriert ist. Das hier stört so ein bisschen, aber man kann sich ja vorstellen, guck mal, das hier ist so mit Vines drumherum und hier ist halt so ein bisschen Gras. Es ist halt schon ein bisschen verlassen, die Mine. Das hier sieht ein bisschen doof aus, das machen wir mal weg. Achso, ich glaube, das ist einfach nur die Umrandung dieser Mine. Da wird man das jetzt nicht wirklich optisch verbessern können. Das hier könnte eventuell auch noch die Mine sein. Aber hier, das, ich meine, das sieht man ja auch nicht und das fügt sich schon irgendwie in die Umgebung ein. So, wir haben immer noch ein bisschen Platz und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Da können wir da jetzt nochmal gucken, ob wir neues Zeug kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher gesehen habe. So, hier sieht alles ziemlich leer aus. Vielleicht müssen wir erst einen Tag warten, dass das pro Tag resettet wird. Würde Sinn machen. Wenn ich Ahnung vom Programmieren hätte und faul wäre und das eine Option, dann würde ich das genauso machen. Ah, aber durch den komischen Shader sind jetzt ein paar Sachen angeleuchtet, die sonst nicht leuchten. Okay. Ich frage mich überhaupt, wo hier die Sonne ist. Das ist doch eigentlich eine komplett eigene Welt. Ja. Was man hier schlecht erkennen kann. Ach nee, das ist ja, das geht ja nach Stockwerken. Also wenn ich ins Stockwerk hochgehe, dann sollte ich wieder mehr sehen können. Ich renne jetzt mal ein bisschen. Das ist mir jetzt auch egal für die Ausdauer. Wir sind ja gleich wieder da. So. Nee, die Taste. Na, sieht alles ungefähr gleich aus. Auf jeden Fall ist es eine andere Welt, das wollte ich doch nachgucken. So, da sind wir wieder. Los, aufs Fahrrad und ab nach Hause. Außerdem 10, also wir sind ja über 10, das heißt, ich kann das nächste Werkzeug upgraden, von dem ich noch gar nicht weiß, welches das sein wird. Eventuell grinde ich jetzt die andere Gießkanne nach oben. Einfach nur, damit ich zwei Kupfergießkannen habe. Weil irgendwann wird es ja mal Silber werden. Und wenn ich dann Silber sozusagen habe, dann wäre es auch ganz gut, nur mit einer, nicht nur mit einer Eisengießkanne, sondern mit einer Kupfergießkanne dann zu überbrücken. So, du hast ein Ei gelegt. Gekuschelt hatten wir schon, oder? Einfach nur, ja. Nur zur Sicherheit. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, hier mit der rechten Maustaste. Naja, mir gefällt das sowieso nicht so wirklich gut, aber das sind halt Gebäude, die mit Vanilla gebaut wurden. Und da kriegt man halt sowas raus. So, der Raspberry ist immer noch nicht gewachsen.
So, ich will jetzt noch ein bisschen mein Zeug ablegen. Das Kupfer lege ich mal auch so vorübergehend hier mit rein. Was haben wir noch? Das Junk-Ore auch. So. Daraus werde ich früher oder später sehr viel lila Farbe haben. Das braucht man natürlich auch irgendwie. Der Rest bleibt drin, würde ich sagen. Ja, lass mal den Rest drin. Und gehen schlafen. Ich sehe schon die ersten roten Punkte auf der Karte. Die sind hoffentlich. Ja gut, wo sind sie denn? Die sind bei der Vanillamine, bei der Poultry Farm und. Was ist denn jetzt los? Leafpad? Kick me? Das ist. Warum habe ich jetzt ein Bett festgehangen? Wir locken uns nochmal ein. Das sollte nicht so sein. Fragezeichen. Okay, wir sind wieder außerhalb des Bettes. Es ist Sonntag. Wir haben ein paar Sekunden verloren. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen wieder zu unserer täglichen Routine. Werden erstmal ein bisschen gießen. Achso, die Gießkanne ist ja voll. Ah, auch gut. So. Und wir haben wieder Maisernte. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Ich habe gerade irgendein komisches Geräusch gehört. Ah, aber du müsstest friedlich sein, oder? Du machst nur komische Geräusche, aber du tust jetzt nichts mehr. Weil das Sonnenlicht macht dich irgendwie friedlicher. Es klingt trotzdem ein bisschen, ja, gespenstisch. Ja, ein bisschen unheimlich klingt es auf jeden Fall. So, jetzt noch die Reihe und ich glaube, dann ist das auch leer. So gut wie leer, nicht wirklich leer. Aber bevor ich jetzt nochmal da extra mir ich anstrenge. So, das müsste jetzt alles gegossen sein, oder? Bin mir nicht so wirklich sicher. Nein. Hier, die Reihe hat man gegossen. Hier ist Gras. Also die Spinne macht mir wirklich ein bisschen, na, nicht wirklich Angst, auch nicht wirklich Sorgen. So ein bisschen wie die Mücke aus der letzten Folge. Die ist halt da. Ärgert mich halt ein bisschen. Mit ihrer Präsenz. So. Und dann haben wir eigentlich schon bald den Sommer geschafft. Dann haben wir schon den ersten Herbst und dann wird es richtig unangenehm, was irgendwelche Monster-Mobs angeht, die hier spawnen können und werden. So, was essen wir denn? Ach, essen wir einfach unsere Blueberries, bis wir die nicht mehr runterkriegen, was ungefähr jetzt ist. Na, es wäre wirklich schon angenehmer, wenn wir irgendwie zwei davon hätten, wenigstens. Läuft die Spinne jetzt einfach so über mein Feld? Ich hoffe, die macht nichts kaputt. Kann ich das essen? Nein. Okay, ich kann kein Ei essen. Gut zu wissen. Ich glaube, ich mache die Spinne jetzt einfach tot. Außerdem komme ich ja sonst nie zu den, ich sag jetzt mal, Loot-Geschichten, die Spinne sonst so abgibt. Tut mir leid, du musst jetzt sterben. Und unser Schwert ist auf Level 2 gesprungen. Das ist auch nicht schlecht. Da kann ich jetzt L drücken, wenn ich. Was gibt man denn? Fire? Forced Poison. Ich glaube, ich. Ach so, Fire ist schon irgendwie aktiv. Ach, Level 3 haben wir jetzt schon. Bloodlust klingt interessant. Chained. Oh, ich glaube, das hebe ich mir auf, wenn wir so weit kommen. Chained heb. Also ich heb mir die Erfahrungspunkte für Chained auf. Das mache ich. So, haben wir jetzt eigentlich alles gegossen? Nein. Mein Gott, ich brauche schon wieder viel zu viel Zeit. Julef hat schon geöffnet seit einer halben Stunde. Und ich habe die falsche Gießkanne. Kein Wunder, dass hier nichts passiert. So, und das noch. Und dann war's das. Jetzt noch die Felder.
abräumen. Und geschafft. Hurra, ein weiterer Tag voller harter Arbeit auf dem Feld ist vorüber. Und jetzt können wir einkaufen gehen. Genau, das Ei muss jetzt auch weg. So. Ich glaube, Blumen konnte ich nicht verkaufen. Achso, ja, aus Blumen konnte ich ja Saatgut indirekt bekommen, aber das ist ja auch irgendwie weg. Wahrscheinlich, weil ich schon zu groß bin. Dass das nur möglich ist, wenn man gewisse Sachen noch nicht bekommen hat. Vielleicht. Das ist gut möglich. Ich meine, man kann ja einfach durch das Sammeln von diesen roten Bären immer ein bisschen an Geld bekommen. Und wenn man das hat, dann ja, kann man sich ja eigentlich... Okay, ich lasse dich einfach mal da drin, weil Platz und so, die Geschichte. Apropos Platz. So, hier haben wir noch jede Menge. Und wir haben ja ein Korn vergessen. Egal. So, Julef. Jetzt. Gucken wir mal, was du Neues im Angebot hast. So, Café, Kirche, Clockmaker, Fishing Hut und Town Hall. Also zu Deutsch, Café bleibt da. Café, Church, Kirche. Clockmaker ist der Uhrenmacher. Fishing Hut ist halt die Fischerhütte. Und Town Hall ist das Rathaus. Und geldmäßig könnten wir uns alles leisten. So gut wie. Naja, es wird ein bisschen knapp, aber ist zumindest machbar. Von den Materialien her. Gucken wir mal ganz kurz. Wir haben knapp über 100 Holz und ungefähr 130 Steine. 100 Holz und 130 Steine. Da können wir den Clockmaker machen. Den brauche ich überhaupt nicht. Fischer hat, wäre schon interessant. Ich will eigentlich das Café haben. Das Café ist wirklich mit das Beste, was man... Das dauert. Wir können ja in der Zwischenzeit die Fischerhütte bauen lassen. Das ist okay. Davon kriegen wir zwar nicht mehr Holz, aber ja, es ist okay. Und es passt eigentlich thematisch. Hoppla. Jetzt habe ich die falsche. Es passt thematisch eigentlich ganz gut hier unten hin. Ich glaube, das hatte ich sowieso schon geplant. Hier, wo die Mining Hut steht, hier sind ja einige Seen und sogar ein Fluss ist relativ nah. Hier die Küste ist relativ nah. Der kleinste Ozean, den ich je gesehen habe hier, wenn man das Land mal sieht. Vielleicht ist das auch nur eine Insel und es geht hier weiter mit Ocean. Ja, sieht so ähnlich aus, aber guck mal, hier haben wir dann schon River und Beach und hier. Also irgendwie ist das nicht so richtig wirklich ein Ozean, aber naja, was soll's. Ich würde sagen, ja, wir gehen erstmal zum Mining Hut und dann schauen wir uns in der Gegend um, wo es konkret am besten passt. So. Und Judith ist dann wieder eine Ewigkeit beschäftigt, damit das Ding zu bauen. So, wirklich groß ist es nicht. Und Brenton hat dann endlich jemanden, mit dem er reden kann. Eigentlich würde es hier so hinpassen. Wo stehen wir auf der Karte? Wir stehen hier. Hier so? Ich habe ja eigentlich vor, dann später irgendwie so eine Art Straße hier lang zu bauen. Gut, da ist die Ranch vollkommen im Weg. Wenn ich das hier als Straße bauen würde, müssen wir dann halt hier vielleicht irgendwie drumherum bauen. Es wird schon gehen. Zum Beispiel hier so quer eine Straße, einfach die, keine Ahnung was, Hauptstraße, wo auch immer hin. Und hier gibt es eine Abzweigung, die nach hier unten führt. Das wäre doch was. Und im Prinzip... Ist das alles eine Ebene? Gucken wir uns das mal an. Ja, da steht ein bisschen hier frei rum. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, das hier wird sogar noch korrigiert vom Spiel. So, bist nicht zu weit weg. Hier hast du einen See, hier hast du den See da hinten. Ja, ich würde jetzt sagen, das machen wir jetzt einfach. Das setzen wir jetzt so fest. Julef, bau das bitte. Und wir gehen jetzt mal zurück und verkaufen den einzelnen Maiskolben, der mich die ganze Zeit so ein bisschen im Inventar stört. Normalerweise gucke ich da nie hin und wundere mich so alles, was ich im Inventar habe. Aber diesmal sehe ich es und es muss weg.
Das hier muss eigentlich auch weg. So, und ist hier. Na, das ist immer noch nicht. Egal. Die Blumen kommen hier rein. Das weiß ich zumindest noch. Ja, und dann müssen wir jetzt wieder die Grinding Sessions Boost einlegen. Am besten mit dieser Axt, damit die dann auch ein bisschen gelevelt wird. Gucken wir mal, was so ein einzelner Baum an Leveln bringt. Ach, Lerchenbutt. Ich gehe jetzt mal lieber auf Spooz. Damit wir weiterhin sozusagen die großen Stacks kriegen können. Habe ich das richtig gesehen, dass wir noch einen Großteil davon behalten haben? Das ist ja auch nicht schlecht. So. Wie viel Level kriegen wir denn? 1% erst. Das dauert noch ein bisschen bis zum Kupferlöffel. Level. Kupferlöffel ist auch nicht schlecht. Wir könnten eigentlich mal den Tree Analyzer bauen. Oder Analyzer allgemein. Ich glaube, da muss ich mich mehr mit dem Forestry Zeugs beschäftigen, damit ich das machen kann. So. Also, Bäume hacken mit dem Ding ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Zumindest fällt da genügend Zeugs raus. So, und der größte Teil dürfte mir auch nicht das Inventar verschmutzen. Wie das klingt, verschmutzen. So. Aber. Ach genau. Das ist ja alles aus einem und selben Mod. Ja, wir haben noch ein paar davon bekommen. Und nur 10 Holz. Das ist wirklich wenig. Wir pflanzen den Baum mal neu. Irgendwo hier so. Und den fälle ich jetzt noch. Und da gucken wir uns mal die Vogelnester an, was da drin gelandet ist. Beziehungsweise was wir da gefunden haben. Eigentlich sind sie wirklich sehr dekorativ, diese Spruce-Woods. Also, ich weiß nicht, ob die wirklich dazu gedacht sind, geeignet sind, hier zum Farmen da zu sein. Aber zumindest so sind sie doch eigentlich ganz gut. So, kommen wir da hoch? Achso, wir können auch hier. So, das müsste reichen. Das müsste reichen, wenn wir Glück haben. Es könnte sich eventuell daran festhängen, wenn wir Pech haben. Na los, verschwinde bitte grünes Zeugs. Sieht auch sehr interessant aus, das die Leaves. So, das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Ja, das war's. Und das ganze Zeug fällt runter. Wir sammeln erstmal hier oben ein. Ach so, und pflanzen den Baum nochmal neu. Wer einen Baum fällt, muss auch einen neuen pflanzen. Ach so, und ich habe natürlich nur ein Sapling aus dem Rucksack genommen. Hätten wir es doch lieber gleich so gemacht. Und da waren auch noch ein paar Holzdinger. Also so unerfolgreich war das diesmal nicht. So. Hier unten noch einsammeln. Boah, ich habe mich jetzt tatsächlich von meinem eigenen Schatten erschreckt. So, ist hier noch was? Ich habe es zumindest ploppen gehört. Ach so, ich bin ja gar nicht auf meinem Fahrrad unterwegs. Deswegen auch keine verkappte Auto-Jump-Funktion. Aber brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. So, ich sehe schon den ersten Zombie auf meiner Minimap. Oben rechts, oben links meine ich. Ja. Oben links auf der Minimap, oben rechts. Und mein Fahrrad ist weg. Genau. Ha. Ach so, kann es sein, dass wir nichts mehr aufgelesen haben, weil unser Inventar voll ist? Natürlich auch blöd. Jetzt müssen wir dann nochmal, bevor die Items despawnen, wenn da noch was war. Heißt das natürlich? Blopp. Okay, da war tatsächlich noch was. Ein Spruce-Sapling, glaube ich. Ah, hier haben wir doch. Sehr schön. Ein Vogelnest haben wir noch gefunden. Ein paar Bärchen. Und ab ins Bett. Ja, jetzt ist es definitiv zu spät. 22 Uhr und es spawnt auf meiner Karte. Und ich habe mein Fahrrad wieder gefunden. Sehr schön. So.
Und das Spiel ist nicht abgestürzt, als wir den Tag beendet haben. Auch eine Erfolgsmeldung. Ich glaube, wir haben die letzte Folge vergessen, unsere Tiere zu füttern. Quatsch, nicht die letzte Folge, unseren letzten Tag. Naja, wird nichts machen. So, Flint ist hier drin gelandet. Okay. Was haben wir noch? Hier haben wir nichts. Hunting, okay, Federn und Fäden. Und Sticks. Das ist unsere Ausbeute, aber mal meinetwegen. Und wir haben noch ein Birchnest. Okay, das machen wir jetzt nochmal schnell. Und gut, hier ist erstmal nichts passiert. Zumindest soweit ich das sehen kann. Immer noch ein Flint. Immer noch nichts. Okay. Nichts Neues wirklich. Sehr schade. Kommt mir das nur so vor oder wächst das hier deutlich stärker und schneller als der Rest hier? Ich meine, wir können jetzt noch mal ein bisschen was ernten, bis der Stack wieder voll ist. Warum nicht? So, und hier noch vier. Okay. Und den Rest würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge. Und ja, war doch eigentlich ganz erfolgreich. Die Mine, wir können ja noch ganz kurz gucken, weil ich weiß nicht, wann ich dann das nächste Mal dazu kommen werde, wieder eine Folge aufzunehmen. Wir können ja ganz kurz gucken, wie weit die Fischerhütte ist. Die Zeit nehmen wir uns noch. Da ist Julef, der baut gerade da daran rum. Was hat er denn so zu sagen? Hoppla. Julef, sprich mit mir. Ich weiß, das ist jetzt unhöflich, aber. I may look mad, but don't fear, I'm quietly working on the basement for the fishing hut. Okay, ich sehe vielleicht verrückt aus, aber fürchte dich nicht. Ich baue gerade den Keller. Nein, eigentlich ist es schon beim ersten Stock, mehr oder weniger. Aber das ist vielleicht Teil der Verrücktheit. Oder Teil des Verrücktheitsaussehens. Ja, ich komme eigentlich noch. Ich lasse mich die ganze Zeit ablenken. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach die Folge. Beende ich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis zur nächsten Folge. Wann auch immer ich dazu kommen werde, die aufzunehmen. Aber für die Folge war es das jetzt erstmal. Bis dahin. Tschüss.